Über 17.000 Inseln liegen auf einem Vulkanring aus Feuer und erstrecken sich über 5.000 Kilometer. Ein Land mit über 250 Millionen Menschen, die über 700 Dialekte sprechen. Der bevölkerungsreichste muslimische Staat, der aber trotzdem kein islamischer Staat ist. Indonesien. Indonesien, das in Südostasien inmitten des Indischen Ozeans und Pazifiks liegt, ist seit der Zeit des Homo erectus, auch Java-Mensch genannt, bewohnt. Er lebte auf der Insel vor 1,5 Millionen Jahren. In den ersten Jahrhunderten der Neuzeit unterhielt Indonesien enge Kontakte mit Indien. Deshalb nahmen sie mit der Zeit ihre Kultur und Religionen, Hinduismus und Buddhismus, an. Zeugnis geben noch bis heute die prächtigen Tempel in Prambanan und Borobudur auf Java. Im 13. Jahrhundert brachten arabische Händler den Islam auf diese Inseln und mit der Zeit wuchs die Zahl der Anhänger. Auf der Suche nach Gewürznelken und Sandelholz kamen die Portugiesen im 16. Jahrhundert auf den Archipel, gefolgt von den Spaniern und den Holländern. Die holländische Ostindien-Kompanie unterjochte Java zu großen Teilen und kontrollierte den Handel Indonesiens. Und zu gegebener Zeit annektierte es das Land als holländische Kolonie. Die holländische Regierung dauerte von 1605 bis zur japanischen Okkupation 1942. Im Fall von West-Papua bis 1962. 1945 wurde die unabhängige Republik Indonesien von Sukarno proklamiert, dem ersten Präsidenten und Gründer der Nation. 1965 übernahm General Suharto in einem mysteriösen Staatsstreich die Kontrolle. Die Übergangsperiode war eine dunkle Zeit von ethnischen Säuberungen, die sich besonders gegen die chinesische Minderheit und die Intelligenzia des Landes richtete, denen vorgeworfen wurde, mit den Kommunisten Kontakte zu unterhalten. Die vielen Jahre von Suhartos autoritärer Regierung waren zwar geprägt von wirtschaftlichem Wachstum, aber auch von einer Unterdrückungspolitik gegen ethnische und religiöse Minderheiten. Diese endeten 1998 mit der Asienkrise und den Studentenprotesten und es begann die sogenannte Reformasi-Periode, die gekennzeichnet ist durch eine allmähliche Rückkehr zur Demokratie. Von den 200 Millionen Indonesiern sind 87% Muslime, hauptsächlich Sunniten. Es gibt noch zahlreiche andere Gruppen, einige mit einer lautstarken fundamentalistischen Ausrichtung. Doch herrscht ein toleranter Islam vor, der auf den Traditionen von Java beruht. Es hat sich das Wort verbreitet, dass Indonesien das lächelnde Antlitz des Islams präsentiert. Obwohl es das größte muslimische Land auf der Welt ist, ist es kein islamischer Staat geworden. Es bleibt vielmehr ein wunderbares Experiment einer friedlichen Koexistenz verschiedenster Religionen, gemäß dem Motto des Landes: Einheit in der Vielfalt. Es ist aber keineswegs ein laizistisches Land. Der Glaube an einen Gott spiegelt sich in den 6 offiziellen Religionen wider: Islam, Hinduismus, Buddhismus, Konfuzianismus, Katholizismus und Protestantismus sind in der Verfassung verankert. Das Land basiert auf Pancasila, den 5 Prinzipien, die Präsident Sukarno formulierte. Der bereits erwähnte Glaube an den einen Gott, ein gerechter und zivilisierter Humanismus, nationale Einheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Christen aus den verschiedensten Bekenntnissen machen ungefähr 12% der Bevölkerung Indonesiens aus. 3%, das sind 7 Millionen Indonesier, sind Katholiken.
Die Situation der Christen variiert von Region zu Region sehr unterschiedlich. Die Insel Flores ist praktisch ganz von Katholiken bewohnt. In der Provinz Aceh hingegen, die eine gewisse Autonomie genießt, gilt das Scharia-Recht. Trotz Diskriminierung steigt die Zahl der Christen in Indonesien weiter an, besonders in den großen Städten. Dies hängt mit der Abwanderung zusammen, als auch mit Toleranz gegenüber Konversionen. Die Kultur ist sehr offen und tolerant. Deshalb konnte die katholische Kirche in Yogyakarta und der Erzdiözese Semarang auf vielerlei Weise wachsen. Es gibt jedoch in Wirklichkeit in vielen Orten große Schwierigkeiten. So muss man zum Beispiel für eine Baugenehmigung für eine Kirche in der Erzdiözese Jakarta in dieser Megastadt, und ich nehme jetzt den schlimmsten Fall, 24 Jahre warten oder durchschnittlich 10 bis 15 Jahre mit den unterschiedlichsten Schwierigkeiten. Es gibt sogar einen Fall, in dem die Regierung die Erlaubnis gegeben, die Gemeinde aber abgelehnt hat. Bahkan ada yang pemerintah sudah memberi izin, masyarakat menolak. Kita sebagai umat Islam jangan lemah sama orang-orang kasuani takut. Probleme, eine Baugenehmigung für eine Kirche zu erhalten, gibt es vor allem im Westen Javas, in den meisten Fällen nicht aufgrund der Opposition der muslimischen Nachbarn. Es ist das Resultat der oft feindlichen Proteste von radikalen Gruppen, die aber für gewöhnlich aus anderen Teilen des Landes stammen. Vor allem aber wegen der unglaublich zahlreichen Hindernisse, die von den lokalen Behörden aufgestellt werden. Der Rückgang der Religionsfreiheit wurde von einem Bericht 2013 von Human Rights Watch bestätigt, der den früheren Präsidenten Susilo Bambang Yudhoyono scharf für seine Untätigkeit verurteilte, angesichts immer radikaler werdenden Fälle von Menschenrechtsverletzungen. Er wurde als mitverantwortlich für die Verfolgung von religiösen Minderheiten bezeichnet. Hoffnung keimt auf mit dem kürzlich gewählten jungen Präsidenten Joko Widodo, der die Sympathie der Massen Indonesiens gewann. Der Einfluss radikaler Muslime aus arabischen Ländern wirft die Frage auf, ob Indonesien nicht ein neuer Irak oder ein erweitertes Pakistan wird. Wird es ein Beispiel für Demokratie und ein friedliches Zusammenleben bleiben? Das indonesische Modell ermutigt zur Hoffnung.